Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Wie wir sehen, das nächste Spiel steht an. Die Bayern haben leider nicht geperzt. Das heißt, wir haben immer noch 3 Punkte Vorsprung. Und jetzt werden wir erstmal hier wieder die Youngsters über den Platz scheuchen. Schmitz diesmal nur ein D. Der ja ein sehr gutes Spiel gemacht hat, als er hier reingekommen ist, gegen die Düsseldorfer gleich ein Tor gemacht. Also alles sehr gut. Jetzt geht's gegen die Dortmunder. Und das wird echt eine Nervenprobe werden. Dortmunder zwar aktuell nicht gut in der aktuellen Saison. Lobe ich oder motiviere ich? Gegen die Bayern habe ich motiviert. Das hat echt Wunder gewirkt. Also motiviere ich. Ja, gut, das können wir uns mal angucken. Nein, ich gucke mir das nicht an. Ich werde jetzt das nächste Spiel hier jetzt spielen. Mein Gott, jetzt sind wir gerade so gut drin. Oder sehen wir es? Vielleicht sehen wir das Bayern-Ergebnis vorher. Ja, komm schon, Bayern. Spiel? Nein, sehen wir leider nicht. Okay, also zu Hause gegen Dortmund. Ich hoffe, die Spieler sind alle fit. Ah, okay, auch wieder alles durcheinander gewürfelt. Ich verstehe es aber nicht. So. Außen spielen wir mit Osako. Dann so, geht in die Innenverteidigung. Augustinsson geht dorthin. Bonignolli passt, Rüg passt, Klassen passt. Bringt er Vergundes für Klassen? Oder Möwald? Nee, er muss eigentlich spielen, dann so auch. Wer ist hier Platz? Wer muss wieder rein? Schmitz, da ist er. Lovrenc. Castellanos, Miranda, Sargent hat jetzt eine 71. Wahnsinn. Pizarro, Basé. Nee, warte mal. Eigentlich war er ja hier perfekt. Dann machen wir es mal so. Diatta spielt für Osako. Für außen, was haben wir da? Sollen wir bestimmt auch wechseln, dass Davies irgendwann rausgeht. Das heißt, zentral entscheide ich mich jetzt mal gegen Mila und nehme dafür dann nochmal Menezes mit. Ja, ich glaube, so machen wir es. Okay. So, Spiel. 4. Mai 2019. Spielen. So, wir nehmen jetzt den Drive mit aus den letzten guten Ergebnissen. Spielen mit breiter Brust auf und werden ganz souverän gegen Dortmund das hier runterspulen. Max Kruse trifft hoffentlich heute wieder. Das würde echt schon vieles vereinfachen. Die Abwehr steht. Beste Abwehr, die wir bis jetzt haben. Im Mittelfeld ist alles super. Außen bin ich sehr zufrieden. Machen viel Dampf die Leute dort. Und vorne Max Kruse, der ja auch nach wie vor immer noch unser bester und auch in der Bundesliga der beste Torjäger ist. Das kann heute alles hoffentlich fruchten. Dortmund auf Platz 6. Ah, schon 10 Punkte. Hinter den Champions League Plätzen. Da will man sicherlich jetzt auch auf Nummer sicher gehen und nicht noch weiter runterrutschen, dass man noch nicht mal mehr die Euroleague schafft. Das wäre natürlich für Dortmund nicht so gut. Der Verein ist natürlich auch darauf ausgelegt, möglichst international zu spielen. Star Ensemble ist da gegeben. Auf geht's, Leute. So, das ist schon mal gut. Ich kann alles in Ruhe einstellen. Team Pressing. Nein, Stürmer lässt sich zurückfallen nicht. Und Vorstöße an der Seitenlinie. Pack mal's! Davies, warte mal. Alles gut. Sahin. Gegen seine ehemaligen Teamkollegen. Schön. Ah! Da liegt ein Spieler von Werder im Tor. Der Ball wäre mir allerdings lieber gewesen. Und wieder Einwurf. Augustinsson.
Und jetzt, oh, Marvinitz wird hier gleich geprüft. Meine Güte, Dauerfeuer hier. Paco Alcácer. Erster Angriff hier, Sergio Gomez. Hazard. Boah! Jiří Pavlenka bewahrt uns hier vor dem 0:1. Toller Reflex. Sancho war da ganz frei. Und es gibt die erste Ecke für die Dortmunder. Meine Güte, zwei schaffen es hier nicht. Randa! Sehr gut. Okay, Kevin Rüdig macht hier erstmal schön die Bäckerfaust. Rüdig. Schöner Pass. Schön. Ah, wieder nicht guter Pass. Kruse! Oh, wieder Marvinitz. Der zur Ecke lenkt. Das würde heute ein Geduldsspiel werden. Und wir brauchen echt wirklich ganz präzise Abschlüsse hier. Oder eine Ecke mit Danzo? Nein, leider nicht. Schein! Abgefälschter Ball. Ah, verdammt. Schein. Verdammt. Paco Alcácer. Sancho. Delaney. Delaney sag ich schon. Das war es mal. Delaney. Mann. So. Die Bayern, bin ich mal gespannt, was die für ein Restprogramm haben. Das heißt, können wir uns vielleicht sogar einen Patzer leisten? Oh, Fehlpass. Meine Phrase. Sehr gut. Rüdig. Ah, oh, zu weit vorgelegt von Kevin Rüdig. What the fuck, Alter, ey. Alcácer. Jetzt. Davies, komm, mach es. Nein, zu weit vorgelegt. Scheiße. Mann. Hätte er eher den Abschluss suchen müssen. Ich weiß. Sancho. Abgefälschter Ball. Oh. Kruse. Kruse verliert den Ball. Oh, Foul wird hier nicht geahndet. Schein. Davies. Fehlpass. Mit Ansage, ey. De Marcos. Oh. Rüdig rettet hier erstmal zur Ecke. Musste da ganz rüber, eigentlich auf der rechten Seite, musste ganz fast auf die linke Seite rüber, um hier zu helfen. Tja, jetzt kriegt Max Kruse noch seine gelbe Karte. Nach einer halben Stunde ist es hier wirklich ein gutes Spiel. Sehr, sehr spannend. Und das Tor kann wirklich auf beiden Seiten fallen. Dortmunder sehr, sehr konterstark. Hazard lässt hier erstmal Augustinsson austanzen. Oh, weg damit. So ist das richtig. Ich glaube, die Bayern werden auch insgesamt darauf hoffen, dass wir hier unsere Schwierigkeiten haben beim Restprogramm.
Eggestein. Kruse. Oh, wieder Marvinitz, ey. What the heck? So, lange Ecke. Beziehungsweise Ecke auf den langen Pfosten. Jetzt kommt raus. Gebt nochmal Ecke. So, ich glaube, wir machen jetzt mal Torwart zustellen. Dann so. Aber leider zu hoch. 38. Minute. Ja, es ist ein offener Schlagabtausch. Chancen hüben wie drüben. Ich habe das Gefühl, dass wir die größeren Chancen allerdings bei Werder gesehen haben. Und die leider dann auch alle liegen gelassen haben. Jetzt Hazard. Gegen zwei Abwehrspieler. Nicht gut. Augustinsson. Oh, was ein Rückpass, ey. Kruse verliert den Ball. Also Kruse muss auch runter, glaube ich. Gerade auch, weil er schon eine gelbe Karte hat. Das ist, glaube ich, nicht so richtig fruchtend. Bolignoli gegen Sancho. Ja, wer gewinnt? Ja, Bolignoli, würde ich sagen. Oh, Kruse. Wieder kein Zugriff. Schön schnell geschaltet. Davies ist da. Und das könnte klappen. Latte. Meine Fräse. Landtreffer von Davy Klaassen. Und jetzt geht's in die Ecke. Die Ecke. Jetzt geht's in die Ecke, genau. Jetzt geht's in die Ecke. Dennis hat zur Pause gepfiffen. Oh Mann, ey. Lattentreffer, ey. Scheiße. Ja, wir müssen umstellen. So kann es irgendwie nicht weitergehen. Klaassen ist auch. Oh, Klaassen muss raus. Klaassen muss raus. Dann bringen wir für ihn mal Möwald. Und vorne im Sturm. Würde ich sagen, stellen wir Martin Hanek rein. Puh, Jesus. Tja, wer hätte gedacht, dass wir Max Kruse schon zur Halbzeit auswechseln müssen. Und auch Davy Klaassen. Leute. So. Wir müssen hier gewinnen. Oh. Rüg macht das super. Dann so. Oh Mann, ey. Fehlpass. Schön von Sahin. Pressschlag, wieder Sahin. Oh Mann, ey. Ecke. So, von den Veränderungen merke ich noch nichts, aber ich lasse mich jetzt gerne eines Besseren belehren. Möwald bringt die Ecke rein. Hanek. Köpf daneben. Scheiße. So, jetzt kommt Götze. Zusätzliche Stürmer. Wir spielen jetzt hier absolut auf Sieg. Das heißt, wir machen hinten auf. Schön jetzt. Oh, wird Davies nach außen gedrängt? Oder lässt sich nach außen drängen? Es fühlt sich hier wie 0-0 an, ey. Also vom Endergebnis her. Jetzt! Rutsch rein! Oh Mann, ey! Das ist echt WrestleMania-Einlage da im Strafraum. Rüg. Fehlpass. Eggestein.
Auf Harnik. Ah, das ist alles irgendwie schwierig. Wieder Fehlpass. Ja! Was ist denn mit Jatta los, Mann? Kaum spielt er von Anfang an. Gegen Düsseldorf den wichtigen Ausgleich gemacht. Jetzt hier gegen Dortmund das wichtige Führungstor. Sensationell von Davies hier auch in Szene gesetzt. Direkt abgezogen. Keine Chance für Marvin Hitz. Ja, mit solchen wichtigen Toren machst du dich echt hier in Bremen sehr beliebt. 1:0. Das heißt, wir können unsere Taktik wieder ein bisschen anpassen. Zusätzlich stürmen wir raus, damit wir hinten nicht die Hose komplett runterziehen. Şahin. Möwald. Jetzt kommt er noch dran. Oh. Hauchdünn. Boah, das gibt Foul. Vielleicht sogar eine Karte. Gelbe Karte für Kevin Danzo. Taktisches Foul, sagen wir jetzt einfach mal. Schön. Davies. Möwald. Krippin. Jetzt Harnik. Aber es soll nicht sein. Werder ist aber am Drücker. Man merkt das. Man will hier das zweite Tor machen. Macht hier mächtig Power. Das ist gut. Möglichst lange und oft bei Marvin Hitz sich hier aufhalten. Und die gefährlichen Stürmer letztendlich aus dem eigenen Strafraum halten. Jetzt. Vorsicht jetzt hier. Vielleicht müssen wir wechseln. Rolling Jolly. Ja, das war gut gedacht. Ich denke mal. Oh, Şahin ist gar nicht mehr vorhanden. Guck mal. Şahin ist gar nicht mehr vorhanden. Davies ist auch nicht mehr vorhanden. Was machen wir denn da jetzt mal? Eggestein. Eieieiei. Hier müssen wir wahrscheinlich die Taktik umstellen. Da müssen wir eigentlich die Taktik umstellen, ne? Oder? Boah, was machen wir denn mal? Davies? Wo bringen wir jetzt noch jemanden? Şahin ist nicht mehr vorhanden. Dann bringen wir da nochmal. Mann. Fagundes. Alle sind zu platt. Gehen alle bis ans Limit. Das ist natürlich schön zu sehen. Davies. Gibt hier auch alles. Götze, der ist natürlich frisch. Jetzt kommt Danzo. Gegen Hazard. Danzo gegen Hazard. Hazard ist erstmal Sieger. Pavlenka. Weiter Ball nach vorne. Direkt auf Hazard, der ganz schnell wieder zurückgeeilt ist. Weigel. Götze. Vorsicht jetzt, abseits. Sehr gut. Jo, jetzt wird der Wechsel vollzogen. Nuri Şahin geht raus. Ein super Spiel gemacht. Jetzt kommt nochmal Diego Fagundes. Die offensivere Variante, weil jetzt auch Maxi Eggestein ja, in der ZDM-Position gebraucht wird. Fagundes versucht's im Bedrängnis von drei Abwehrspielern. Haut ihn in die Wicken, aber auch nicht viel mehr rausholen, glaube ich. 83. Minute Schlussphase hier im Weserstadion. Kommt Dortmund nochmal ran. Steht die Werder Abwehr auch nach der abgelaufenen Spielzeit. Es wären ganz wichtige Punkte, drei wichtige Punkte. Oh, jetzt Alcácer. Götze.
stehen. K.O. die Werder-Mannschaft. Und Pavlenka ist da. Jetzt wieder viel Zeit. Ruhiger Spielaufbau. Die Zeit läuft für die Bremer. Augustinsson. Ballverlust von Möwald. Hazard. Immer noch die Dortmunder. 89. Minute Spielzeit ist abgelaufen. Ballgewinn, wieder Ballverlust. Jetzt vielleicht nochmal ein ganz schneller Konter. Danso ist da. Wieder Ballverlust. Meine Güte, die Werder-Mannschaft macht es hier wirklich nicht einfach. Panik. Jetzt, dann, Jatta. Langer Pass ins Zentrum, keiner da. Jetzt ist das Spiel zu Ende. Werder gewinnt mit 1:0 gegen Borussia Dortmund. Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber Krepin macht hier das glückliche Tor. Und die Dortmunder, ja, fahren enttäuscht nach Hause. Ob er jetzt mehr drin war, weiß ich gar nicht. Man hat ordentlich Dampf gemacht, aber die Werder-Abwehr hat sich hier echt die Lunge rausgelaufen. Und hat vorne das wichtige Tor geschossen, was heute einfach auch dann gereicht hat. Wieder der Blick nach München. Was haben die Münchner fabriziert? Konnten wir unsere Führung, unsere 3-Punkte-Führung weiter ausbauen? Haben die Münchner gepatzt oder sitzen sie uns weiter am Nacken? Das nächste Spiel kommt auf jeden Fall. Bleibt dabei. Es ist, wie gesagt, Endspurt in dieser Saison. Schaffen wir es, den Meistertitel zu holen? Es sind nur noch wenige Spiele da. Und ich bin schon ganz gespannt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.